Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode YouTuber-Insel. Weihnachtsmerch. Es gibt jetzt brandneu den Bangs-Teppich, Freunde-Hoodie, den OG-Hoodie, natürlich coole T-Shirts, aber auch Beanies, Caps, Brotdosen, Wasserflaschen, Plüschtiere, alles auf www.bangs.shop. Und ab 40 Euro ab dem 1. Dezember bekommt jeder eine handsignierte Autogrammkarte kostenlos dazu. Wir machen im Grunde da weiter, wo wir letzte Episode aufgehört haben. Wir befinden uns jetzt am nächsten Tag. Der Server ist ratzefatze voll, ey. Und wir müssen jetzt erstmal, weil wir haben, ich habe mich seitdem nicht mehr auf den Server getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen, ey, es ging so ab. Wir müssen jetzt schleunigst versuchen, den Kopf von Ente, von Ripex, in die Ender-Chest zu parken, damit wir da nicht mehr angreifbar sind. Denn das ist unsere wirklich All-Inclusive-Versicherung für Amir, der eigentlich auch jeden Augenblick auf den Server kommen sollte. Ich habe ihm schon geschrieben, dass ich eine kleine Überraschung auf ihn habe. So. Wir könnten aber eigentlich mal ein Boot machen. Ich habe irgendwie brutalst viel Holz. Das habe ich ja irgendwo geklaut. Lass uns nicht drüber reden, Leute. So, dann zischen wir mal ab, Leute. Also das Loch muss hier doch eigentlich irgendwann kommen, oder? Wenn ich ein bisschen weiter weg von der Insel gehe, kann ich vielleicht doch nicht so... Oh, da war doch gerade... Alter, ich habe so Paranoia, ne? Ich habe da gerade einen Dreizack gehört. Puh, da war doch auch ein Dreizack, oder nicht? Egal, man kann eh nicht so weit gucken auf den Server. Wenn ich hier außen lang fahre, sollte ich eigentlich auf sichere Basis sein. Ich kenne mich noch nicht so gut aus. Ich weiß nicht. Da, da ist das doch, da ist das doch. Okay. Puh, nice. Elina müsste eigentlich auch gleich kommen. Und ich habe gehört, dass iCrimex eine Botschaft für mich hat. Das heißt, das sind alles Aufgaben, die wir jetzt hier erstmal abklappern müssen. Und wir brauchen ein Haus. Leute, die Turnschuh-Villa 2.0. Aber das machen wir auch gleich. Es ist halt keiner von den Kloakentauchern gerade online, von den... Von den Toilettentauchern. Yo, hä? Stand das? Das stand doch gestern noch nicht, oder? Dieser Palaster, der ist ja babamäßig. Okay, wir steigen mal kurz hier aus. Schauen, dass wir hier nicht sterben. Das wäre sehr ärgerlich jetzt. So. Und jetzt sind wir hier auf der sicheren Seite. Ich setze hier direkt auch mal meinen Spawnpunkt. Ich weiß gar nicht, wo der aktuell ist. Oh nein, die Ender Chest ist weg. Flauschi? Warte, meint ihr, die haben das... Verdammt! Ich muss Flauschi schreiben. Mann, vielleicht kann uns Flauschi helfen. Die haben die Ender-Chests weg. Soll ich denn jetzt den Kopf sichern? Ich will ihn kurz aufsetzen. Ich habe ihn noch nie aufgehabt. Ich muss ihn kurz aufsetzen. Okay. Was? Wo? Ja, sie weiß es gar nicht. Bei der Toilette. Ne, warte, bei. Beim Toilettenloch. Scheiße, Leute. Was machen wir jetzt mit dem verdammten Kopf? Da oben ist das Gambo Gaming Tutorial aus meinem... Ne, der hat im Universum nicht eine Ender Chest. Das brauchen wir gleich nachgucken. Ne, die wird... aber ja. Ja, das hat irgendeiner abgebaut, Mann. Verdammte Kacke, Alter. Wo bist du? Oh, jetzt kommt iCrimex. Ich kann doch mit dem Kopf im Inventar hier nicht rumlaufen. Ich muss den safen. In meinem Haus im Loch ist eine... Wow. Ja. Okay. Hier runter. Warte. Ich antworte kurz iCrimex. Ich könnte gleich Paul... Berger Hills, komm. Ja, aber warte mal. Was ist, These, wenn iCrimex zum Alpha-Clan gehört? Oder zumindest, nicht, dass er vielleicht dazugehört, aber dass er ein Deal mit ihnen hat, dass er mich liefert und... Ist das ihr Haus? Nee, scheint nicht ihr Haus zu sein. Und indem er mich abliefert, lassen sie ihn in Ruhe. Weil ich habe wohl mitbekommen, dass die auch Prime-Stress haben, ne? Ah, ja, okay, nice. Oh, ja. So, alles, was wir nicht verlieren, ja, boah, das Problem ist, wenn wir jetzt diese Rüstung ablegen, die Army-Rüstung, dann können wir halt gekillt werden. Das heißt, die müssen wir halt behalten. Es hilft ja nichts, ne? Na, die brauchen wir nicht. Elinas Kopf auch weg. Stärketränke behalten wir mal sicherheitshalber, falls das irgendwie eine Falle ist. Schild brauchen wir definitiv. Wir haben halt keine Axt, ne? Wenn da jetzt einer mit Schild anfängt rumzunerven, dann haben wir da tatsächlich ein dickes Problem am Ende. Ne? Wobei wir kämpfen die alle mit Totems, glaube ich, oder so Schnauze. So, dann tue ich mal eine Backup-Rüstung hier mal rein. Und okay, und dann machen wir uns mal einen Haufen Breads. Und dann gehen wir mal zu iCrimex und hören uns mal an, was der Gute hier zu berichten hat. Elina ist auch da. Nice. Mann, die kannte ruhig mal einer, der hätte eine Treppe bauen können, ey. Bei den Kloakentauchern. Ich hoffe, die sehen das nicht als Kriegserklärung. Aber will ich jetzt mein Boot von da hinten holen? Nee, Paul Berger jetzt ist ja direkt da. Rambo hat sich aber auch diesen Prime-Spot gesichert, ne? Schön runtergucken zu dem Paul Berger Hills, ey. Wir müssen definitiv heute auch anfangen, unser Haus zu bauen. Wir werden ja jetzt nicht die Turnschuh-Villa 2.0 direkt bauen, weil ich habe ehrlich gesagt auch Angst, dass der Alpha-Clan das sprengt. Aber wir müssen hier so eine Anfangskahüte erstmal bauen. Schön am Strand, eine schöne Stadt, Strand-Villa. Das wär's doch, Leute.
Okay, dieser ultra hässliche Alpha Tower, ne? Es ist krank, okay. Was war jetzt nochmal iCrimex? Ah, das, genau. Weil Lina hatte das gedreht, kopiert und gedreht. Ah, ja, warte mal, das ist doch hier jetzt. Ich glaube, Lina wohnt jetzt in diesem Zelt, wenn ich richtig. Also, sie hat in diesem Zelt gewohnt, glaube ich. Junge, iCrimex aber auch anders. Zuerst wird sein Haus hier gedreht, dann ist hier ein Campingplatz. Es wäre nicht lustig, wenn ich hier auch mein Zelt hinsetze, oder? No joke, ich glaube, das weiß ich sogar. Einfach aus Joke auch. Okay, iCrimex Villa. Und Finski hat hier ein Zimmer. Moin, hallo? Also hier gab es ja offensichtlich eine Sprengung. Hallo, jemand da? Jemand zu Hause? Warte, die haben hier schon eine Feuerwehr. Hallo? Hallo? Banks, hallo Candy. Was schleicht? Junge, was schleicht ihr hier rum? Banks, Junge, Banks, was? Warte ja, mal. Ihr seid doch zusammen hier rumgeschlichen. Ich hab das genau gesehen. Nee, ich war gerade bei Max. Warte mal, du warst innerhalb der Mauern von Paulberger Hills und ich als Bürgermeister muss die Durchlaufsteuer nehmen. Ein Totem an der Zahl. Okay, warte, ich krieg ein. Warte, ja, ich gebe dir ein Totem. Hä? Aber das sieht aber ein bisschen komisch aus, okay? Aber das funktioniert trotzdem genauso gut wie das Original. Das ist halt. Kennst du das? Es gibt ja Twix. Und dann gibt es aber von Aldi auch aus der gleichen Fabrik. Das heißt dann. Ja. Twox oder so und schmeckt genauso. Ja, ich check schon, das hier ist dein Twox, verstehst du? Okay, warte, in die Offhand. Erledige mich mal. Ja, warte, lass mal testen. Tag. Ja, ich weiß nicht. Teste dir das mal. Ich habe einen Totem hier von Banks bekommen. Korrekt, vielen Dank. Bitte, nee, gerne. Ich werde dich nicht angreifen, Candy. Banks. Okay. Ja. Hast du vielleicht weitere Informationen, was gestern noch vorgefallen ist? Ey, ich bin gerade erst vor 5 Minuten gekommen. Ich weiß noch gar nichts. Ich bin genau dort, wo du gerade dich verabschiedet hast. Ah, ey, dich habe ich gesucht, ja, genau. Oh mein Gott, Banks, du bist ja schon voll gut. Nein, ist nicht mein, ist nur ausgeliehen, muss ich zurückgeben. Ich hatte da eine Mission. Wasserkrieger von Armin. Warte, haben wir hier eine Ender-Chest, dann kann ich euch was Cooles zeigen, nämlich. Haben wir hier zufällig eine? Ich weiß, du hast gesagt, ich soll das niemandem sagen, aber Max, können wir wirklich vertrauen? Es sind ernste Sachen, mit denen wir wollen wirklich mit dir über ernste Themen gleich reden. Deshalb, du kannst Max wirklich sagen, woher du diese Sachen hast. Ja, ich würde euch gerne was zeigen, aber das habe ich in meiner Ender-Chest jetzt gesichert. Ich habe eine Ender-Chest bei mir, komm. Ah ja, das ist geil. Banks, es ist wirklich... Weil das wird dir gefallen, nämlich, was ich dir zeige, glaube ich. Okay, hast du den Brief erhalten, den ich Elina mitgegeben habe? Nee. Elina hat den versemmelt, ey. Aber hat sie dir das gesagt oder hat sie das verheimlicht, dass ich ihren Brief gegeben habe? Nee, sie hat es mir gesagt, aber dann war er weg. Also okay, zeig mal deinen Ender-Chest. Ich würde dir das mal. Okay. Oha! Ich mach mal die Tür zu. Hä, überlebe ich das? Ja. Ja. Okay, pass mal auf, ey, was ich jetzt hier nämlich hab. Gestern gab's nämlich Krieg und ich hab das hier. Oh mein Gott! Du hast Ender-Kopf einfach. Ja. Das ist eigentlich voll gut, dann könnten wir uns vielleicht sogar als Spion ausgeben bei denen. Ist ehrlich, wir haben ja keine Navy. Ja, das geht ja wirklich. Ja, man muss nur wie Ente sprechen. Ja, okay, das wird aber schwierig. Das übernehmen wir dann, okay? Ich guck zu. Ja gut, das müssen wir vielleicht noch ein bisschen üben. Aber Banks, eigentlich, warum ich Elina diesen Brief mitgegeben habe, du hast es schon gesagt, es gibt aktuell Krieg hier, ja? Irgendwie jeder wird aktuell vom Alpha-Clan angegriffen und die sind jetzt sogar mittlerweile zu 5. Also die sind Wer ist dazugekommen? Lumex ist auch noch bei denen jetzt. Aber ich dachte, die waren zu dritt. Nee, also die waren, also es sind Alpha-Stein, Rosig, Kia. Ah, Rosig auch! Lumex. Ja. Ah, aber der muss auch neu sein, weil der hat gestern zugeguckt, wie ich gegen Alpha-Stein gekämpft habe oder hat auch nichts gemacht. Ja, aber was wollen wir gegen die machen? Die sind schon krass nervig, ne? Wir müssen uns zusammenschließen. Einzeln bringt das nichts. Da rennen die zu 4, zu 5 auf einen. Da hat man keine Chance. Ich habe auch schon mit Gambo gesprochen. Der meinte, er wäre dabei, wenn du dabei bist. Gambo hat nicht mal eine Rüstung. Ja, der muss natürlich noch ein bisschen krass werden. Ja, aber darum kümmere ich mich. Ich habe ihm schon gesagt, er wird von mir alle Villager bekommen und alle Bücher, die er braucht. Okay. Und dann machen wir so einen Gruppenangriff. Vielleicht in eine Falle locken. Wir müssen zurückschlagen, ja? Sehe ich genauso. Wo? Banks, guck mal, wir brauchen jetzt deine Hilfe. Wirklich, es ist wichtig. Wir müssen diesen Alpha-Clan aufhalten. Es geht um meinen Bruder. Deshalb, für mich ist das kein Spiel mehr. Es ist mein Bruder, mein Fleisch und Blut. Ja, aber der hat schon ganz schön mitgekämpft gegen mich. Ich weiß nicht, ob der so unschuldig ist. Ich sag ehrlich, ey. Jungs, wir müssen ihn zurückholen. Es ist mir wichtig, dass wir das schaffen. Der hat Elina vor mir abgeschlachtet, 2-mal. Ja, der hat sich auch die ganzen Köpfe geholt und so. Der ist der Schlimmste von allen sogar. Oha, 2 Alpha-Kopf. Hey, hast du auch einen Kopf? Dann haben wir ja alle einen Kopf. Ich hab, nur... Ah, doch, warte.
Ja, okay, ja. Geil. Ich sag ehrlich, warum die alle mit so Stimmen reden, das ist, damit man die nicht nachmachen kann. Das ist auch eine kluge Taktik, ich sag ehrlich. Ja, aber warte mal ganz kurz, Banks. Das Ding ist ja, du hast ja deine Rüstung von den Wasserkriegern. Ja, die ist geliehen. Aber ich habe einen Deal mit Amir. Aber ich muss eigentlich Entes Kopf ihm geben. Der wollte den nämlich. Aber das heißt, die würden uns auch safe helfen im Krieg, ne? Ja, das Problem ist aber, die Wasserkrieger, sage ich dir ehrlich, ich war die ganze Zeit verbündet mit denen. Hab eine XP-Farm gebaut, dann haben die mir irgendwas erzählt von, sie sind die Einzigen, die eine XP-Farm haben dürfen. Und deswegen, ich bin jetzt auch nicht mehr so, ja, die sind auch so ein bisschen, wollen auch gefühlt alles kontrollieren, weißt du, die sind so ein bisschen. Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt keinen aktiven Krieg mit denen, aber ich bin jetzt auch nicht mehr verbündet mit denen. Ja, ich nenne die immer Toilettentaucher, ne, aber ja. Toiletten auch. Aber was sage ich jetzt, aber ich muss ihm den Kopf geben. Wenn ich ihm jetzt den Kopf nicht gebe, habe ich Krieg mit den Toilettentauchern, das ist ja auch. Du, oder gib denen den Kopf, wir brauchen den Kopf nicht, ist egal. Okay. Wir holen den Kopf einfach nochmal neu. Wir holen uns den nochmal neu. Für mich ist jetzt nur wichtig, wärst du prinzipiell dabei, wenn wir hier so eine Allianz machen würden? Ich bin Prime dabei. Aber das muss halt undercover bleiben, ne? Ja, ich habe auch noch was ich dir gerne einmal zeigen würde. Du bist ja noch nicht so lange hier auf der YouTuber-Insel. Mhm. Und zwar, ich habe sogar schon, ja, so eine Idee, wo wir unsere Base machen könnten. Boah, richtig mit Base? Also Geheimbase sein, ne? Richtig mit Base, allem. Mit allem. Okay, ja dann zeig mal. Willst du mitkommen? Ich muss jetzt einige Sachen erledigen gehen. Okay, ich würde euch beide erstmal alleine lassen. Ich würde versuchen, Informationen für uns zu besorgen. Und falls ich wichtige Informationen habe, sage ich euch direkt Bescheid, okay? Okay, alles klar, dann bis später. Ciao, ciao. Bis später. Okay, Jungs, passt gut auf euch auf. Direkt mal noch was mit. So, okay, gut. Okay, wir müssen jetzt in die gleiche Richtung. Wir haben uns aber zu früh verabschiedet, sonst ist cringe. Ja, das ist übel cringe. Lass das, ja, wir warten kurz hier. Das ist richtig unangenehm. Neu auf der YouTube-Insel. Ja, aber meinst du, Gambo ist ja gut im PvP? Ey, ich liebe Gambo von meinem Herzen, aber eine kranke Verstärkung ist der jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen, ne? Aber egal, wenn er voll ausgerüstet ist, teilt er. Wenn er voll ausgerüstet ist, reißt ja schon was, safe, ja. Okay, komm dann. Aber ich sag ehrlich, nee, müssen wir von dem Steuern verlangen. Der hat da neben Paulberger Hills auf dem Turm, hat er da sein Haus gebaut. Ah ja. Müssen wir mal mit dem sprechen. Gucken wir mal. Paulberger Hills ist mir gerade, ich sag mal, das ist mir eher unwichtig aktuell. Elina geht zu ihrem Zelt oder wie? Mann, ich wollte hier gerade. Elina, brauchst du Essen? Hier, bitte. Almosen. Oh, danke. Elina, ich habe übrigens dein Haus hier abreißen lassen. Ach so. Ja, ich wollte dir ein hübscheres Haus hinbauen. Ja, das ist okay. Ja, ist ja auch super gelungen, ist geil. Nein, ist spitze geworden. Das ist übergangsweise. Ich sag dir ehrlich, ich werde das jetzt mal hier bewerten, dein Haus. Ich sag ehrlich, ist eine 10 von 10. Oha. Oh, stark. Als Preis gibt's ein Totem. Warte, die muss ich eh Amir zurück. Warte, die muss ich ja eh alle zurückgeben. Ich sag einfach. Wie viele Totems hast du denn, Banks? Ja, die hat er mir alle geliehen, aber die sind natürlich im Kampf aktiviert worden. Ne? Deswegen habe ich die ja jetzt nicht mehr. Verstehst du? Guter Call. Okay. Na gut, dann, Elina, wir lassen dich mal weitermachen. Ja. Tschüss. Und zwar, ich werde jetzt mal die Base zeigen, wo wir eventuell als Allianz unsere Unterkunft gründen könnten. Wow, diesen Eimer, den nehme ich mit. Krieg kommt. Unter der Bühne? Nein, nicht unter der Bühne. Unter der Bühne wohnt Candy vielleicht, aber das ist keine Base hier. Und kennst du schon die Alpha-Clan-Base? Ja, da war ich schon. Aber das war ja ursprünglich die Dreizack-Brüder-Basis, die irgendwie abgerippt wurde, wenn ich es richtig verstanden habe. Sag's mal so, guck mal, was ich hier noch dabei habe. Wow! Wir können ja mal noch für jetzt Falle. Sofort? Ja, lass mal noch eine kleine Falle bei denen da bauen. Ja, solange ich die Rüstung noch habe, weil danach habe ich Stress nämlich. Aber die haben das schon klug gebaut, ey. Man hat gar keinen Bock, da hochzugehen. Ja, true. Aber meine Base ist auch da oben. Die ist ganz in der Nähe. Das ist ganz gut. Ah, ja, die, was so mittelaltermäßig aussieht, ne, ein bisschen? Die Bergerburg. Ja, okay. Hast du die schon erkundet? Nee, ich war da nicht drin, aber ich habe sie von außen gesehen. Okay. Weil das wäre meine Idee als Unterschlupf für uns. Ah, okay. Ja, genau. Das hier ist die Alpha-Clan-Burg und. Das ist die Alpha-Clan-Burg, genau. Muss unbedingt auch mal so einen Dreizack kaufen. Ja. Ja, zischt ab. Aber wenn wir das jetzt sprengen, ne, dann werden die uns Prime nerven. Also ich sag bloß. Ja, das kann schon sein. Aber ich sag mal, die nerven uns doch sowieso. Ja, das ist ein Argument, die ja. Die haben vorhin Gambo erstmal wieder zweimal gekillt. Ja, ich hab dir ja nur den Kopf geholt, weil die mich gekillt haben am Anfang und meinen Kopf halt auch haben. Ach, okay. Das ist halt das Ding. So, jetzt natürlich die Frage, was also die wollen hier unten so einen Kerker bauen, aber ich glaube, hier ist noch nichts gebaut. Kerker? Nee, aber da ist noch nichts. Ach, das soll ein Kerker sein, okay. Na, die haben hier halt aber auch noch nicht viel, ne? Ja, da kann man kann die noch nicht so wirklich ärgern, das stimmt. Aber ich meine mal, also ein so ein Ding, man muss ja nicht übertreiben, so ein bisschen, weißt du?
Ich meine, das sind Stufen, die gehen eh nicht so kaputt. Okay, komm, wir zünden das mal jetzt hier. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt machen wir, ja. Ich bin gespannt, ob es. Also, ich habe kein Feuerzeug. Okay, 3, 2, 1 und Sprengung. Zündung! Oh. Gib mir mal Stellung. Ich bin selbst gespannt. Ja, Junge, die haben das voll klug gebaut. Guck dir das mal an. Hä, dieses Deep Slate, das hält ja übelst viel aus. Ja, weil das Stufen sind. Das sind. Guck mal, das sind so. Oh mein Gott. Das sind halbe Stufen, weißt du? Wir sind hier auf 0,5. Und deswegen, Alter, kannst du die nicht kaputt machen. Boah, das ist anders klug gebaut. Haben die das mit Absicht gemacht? Nee, ne? Das kann sein. Das kann echt sein. Das ist so richtig eine Sprengung. Aber hier ist nicht mehr. Hier ist nicht mehr. Hier könntest du sprengen. Hier müsste es gehen eigentlich. So, dann testen wir hier nochmal. Oh, aber nicht bei den Hunden, oder? Weiß ich nicht. Zack, machen wir hier nochmal eine kleine Testsprengung. Und Sprengung. Ja, ja, das wird safe. Und. Bam! Oh, ja, reicht okay, schon, oder? Reicht schon. Ja, das reicht schon. Das reicht schon. So als kleine Nachricht. So, wir lassen ihn. Aber du lebst schon gefährlich hier, ne? Du lebst auch in diesem Prime-TNT-Kanonenfenster. Ja. So. So, und zwar eine nach. Eine Botschaft, schreib Botschaft. Eine Botschaft, das ist eine gute Idee. Eine Botschaft. Mit uns ist nicht zu spaßen. Widerstand. Wow. Okay. So. Ja, das können die sich ja dann überlegen, wer das war. Geil. Okay, komm, ich zeig dir mal noch die Bergerburg. Das ist hier das rechts, das Haus, ne? Das ist hier Flauschis altes Haus. Ah. Da müssen wir da jetzt erstmal geradeaus. Ah, hier! Nee, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ich finde das so geil, dass hier so alles nah beieinander ist. Ja, schön auf einer Insel eben, ne? Hey, hier ist ein Grab. Ja, das war von meinem ersten Hund, Mr. Berger. Oh. Stimmt, den kenne ich noch. Komm gerne mal hier runter. So, das hier ist die Bergerburg. Wo bist du denn? Ich habe mich verloren, warte mal. Ist zu groß, ist zu luxuriös, bin ich nicht gewohnt. Ah, hier. Ah ja, hier, genau. Das hier ist hier so der Burghof. Hier ist der Eingang eigentlich. Hier unten kann man eigentlich so mit Wasser hoch. Ist alles ein bisschen. Also, du musst wissen, hier wurden schon wilde Kriege geführt. Ja, ich sag schon, die haben schon Leute Stammplätze. Ja, ja, deswegen. König Alpha Stein? Gehört das hier hin? Alter, ja, ja. Ich denke, er kann hier die Burg benutzen. Ja. Und du meinst jetzt hier so quasi im Berg darunter, machen wir so eine geheime Basis, oder wie? Ja, warte, wir gehen hier rein. Also eigentlich hat man hier hinten so alles, was man braucht. Wie gesagt, muss hier ein bisschen aufpassen, ist leider alles ein bisschen kaputt. Nee, du hast hier einen Zoo, ne? Ist geil. Aber gut gelitten. Man hat hier eigentlich Felder und so weiter. Hier sind Kistenlager. Tiere sind auch noch sogar hier. Wow, ist ja perfekt. Also man kann das hier wieder zu einer krassen Base bauen, ne? Ja, perfekt. Ich würde sagen, also falls es, wenn du willst, ich würde dir sogar die Burg hier schenken. Boah, das, ja. Also wenn du noch kein, hast du schon eine Base? Nee, ich hab noch gar nichts, noch absolut gar nichts. Wenn du willst, ich geb dir hier, schenk dir hier die Bergerburg als, ja, als Friedensgeschenk. Und das dann ist sehr korrekt, gerne, ja. Kannst du das hier, wenn du willst, weiter ausbauen und dann wird das hier unser Basislager, um den Krieg zu führen. Ja, dann baue ich das so ein bisschen, dann verstecke ich das irgendwie vielleicht. Ja. Dass man hier nicht einfach über den Gang reinlaufen kann, meine ich. Genau. Und dann genau. Baue ich das hier aus. Ein Schlachtfeld aktuell. Ja, ja. Was ist das für ein Banner? Ah, das war mal hier von die Paulberger Ritter. Boah, was gab's denn alles schon? Ja, okay, geil. Ja, das waren die Paulberger Ritterzeiten. Das war schön. Ja, okay. Darf ich alles benutzen, was in den Kisten ist? Ey, benutz alles, was hier drin ist. Geil. Benutz alles, was hier drin ist. Warte mal, ich mach sogar eine Schenkungsurkunde, werde ich dir geben, damit das alles offiziell ist. Aber du musst auch signieren, ne? Damit man Berger, sieht, dass man die Burg, ja, an Banks. Signieren. iCrimex. Ah ne, Buchtitel, Grundbuch. Boah, geil. So, hier, offiziell die Bergerburg gehört dir. Nice, vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Okay, Banks, also wenn was ist, schreib in den Chat. Und, also das heißt, wir sind jetzt offiziell in der Allianz. Aber ist das so offiziell, also nach außen hin auch, oder halten wir es erstmal geheim? Wir können daraus auch einen Geheimorden machen. Ist eigentlich ich würde erstmal, also ich meine, wir können es ja später immer noch offiziell machen, aber erstmal geheim wird halt nicht schaden. Dann Junge, guck dir ihn an! Ja, das ist Niffy, das Maskottchen. Okay. Der hat lebenslanges Wohnrecht hier. Geil. Ja, nee, ist eigentlich eine gute Idee. Wir halten es erstmal geheim, weil sobald der Alpha-Clan weiß, da wird es einen Widerstand geben, dann kann natürlich dann, sein, dass sie uns angreifen. Nicht, dass sie sich noch mehr Leute auch holen, ne? Ja, das stimmt schon. Okay, dann bringe ich das hier mal ein bisschen auf Vordermann und dann. Ja. Jo, danke, danke. Dann mach's gut. Ciao. So, Leute, okay. Wir haben jetzt die Mission. Also, ist sehr, sehr großzügig. Arschgeile Nummer. Ich werde jetzt halt nicht die Burg zu meinem Prime-Wohnsitz machen, weil ich natürlich mir was Eigenes bauen will, ist klar. Aber oben war ja eh auch alles intakt. Also, Ente, warte mal, das ist ja natürlich jetzt hier ganz schöner Quatsch, Entezimmer. Ich werde aber das hier ein bisschen. Oh, warte, Leute. Diese Tierfarbe, es ist crack.
Ich werde hier aber alles mal auf Vordermann bringen. Das wird ja jetzt relativ schnell gehen eigentlich, weil wir haben ja auch viele Materialien hier noch in den ganzen Kisten. Und dann machen wir das hier erstmal schön, dass zumindest es nicht zerbombt aussieht. Machen uns einen kleinen Geheimgang hier, dass man... Der hat hier auch Fallen gebaut, ne? Also das sieht mir sehr fallenmäßig, ehrlich gesagt, aus, was hier ist. Irgendwie, als ob man hier so in Lava gefallen wäre. Ja, safe! 1000%ig, da war ein Kolben oder so. Eisen, ne? Oh, ich habe keine Spitzhacke mit, verdammt. Na, okay. Das müssen wir aber gleich machen, weil wir haben jetzt erstmal noch einen Termin mit Amir und müssen ihm den Kopf liefern. Der wird ja safe. Ja, hier oben ist ja alles picobello, ne? Wir müssen halt nur den Gang hier, nur alles, was hier hinter dieser Doppeltür ist, müssen wir reparieren. Sonst ist hier oben eigentlich alles, ja, das ist 1A, Leute, guckt euch das mal an. Wunderschön. So, okay. Er wollte, dass ich zur Farminsel komme. Jetzt haben wir natürlich das Problem, weil so keine Ahnung, wo die ist. Oh, ja. Mensch, ich hab doch eine Orientierung. Das ist halt eins mit Sternchen, Mensch. Hab ich doch direkt gesehen. So, dann gehen wir mal zur Farminsel rüber. Ist ja gar keine Insel, ne? Ist einfach nur so. Was ist? Warte. Muss ein bisschen kundig, dass es hier geheime Zugänge gibt zu der Burg. Ne? Da müssen wir aufpassen. Wir nehmen auch mal einen Kakao mit, einer reicht. Ich habe da auch noch ein kleines Dankeschön an Flauschi vor, weil sie uns ja auch so extrem geholfen hat bisher schon, damit ich ihr ein paar Kekse schenke. So eine Melone kann man ja auch immer gebrauchen. Melone braucht man ja auch für Tränke, glitzernde Melone. Nehmen wir auch mal mit. Und dann gehen wir mal jetzt zur Insel. Nee, das ist aber nicht die Farm. Nee, stimmt, warte mal. Ich habe Quatsch erzählt. Das sind die Dreizack-Brüder hier, genau. Genau. Wer gehört da dazu? Stani, Esju und... ich dachte eigentlich Russik, aber Russik gehört ja jetzt zu... Plötzlich zu den Dingern hier. Zu den Alpha-Losern. Ich wusste gar nicht, dass es auf der Insel schon so viel Geschichte gibt, was da alles schon passiert ist. Und was zum Teufel? Das ist ein Parcours. Was habe ich hier gefunden? Ich muss unbedingt von Armin auch einen Dreizack kaufen, ne? Ich muss halt eh auch mal Dias Farm gehen, glaube ich. Ich habe ja eh jetzt Glücksspitzhacke bekommen. Was hat es hier mit auf sich? Okay, warte, ich will ganz kurz diesen Parcours hier machen. So. Glückwunsch, du hast es geschafft. Also ich weiß nicht, wer diesen Parcours hier gemacht hat, aber ich habe ihn auf jeden Fall geschafft. Bam. So, was hat er mir für Coordinators Dictators geschrieben? 300 minus 600, okay. Das heißt, wir müssen... ist beides Minus? Ne, plus 300. Ah, seht ihr? Ja, okay. Dann ist die genau hinter dem Toilettenloch. Okay. Ich war mit den Augen davor. Ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, sozusagen. Aber das ist seine übelste Quadro-Eisenfarm. Ist ein krasses Ding. Aber wozu farmt man halt Eisen, ne? Ich meine, nice to have, aber... Aber dass die... Das muss ich mal Amir fragen, ob die Geschichte wirklich so stimmt, dass die Acrimex seine... Creeper-Farm abgerippt haben. Nee, XP-Farm war es, ne? Creeper-XP-Farm. Das kann es natürlich so nicht sein. Aber ich kann ja nur Gutes berichten bis jetzt. Hallo? Oh, die Insel ist halt auch riesig, ne? Okay, wird bestimmt hätten sein. Hallo? Ah, da. Yo! Yo, Banks! Hallöchen! Oh, du hast gar keine Ahnung, was ich hier für eine geile Überraschung für dich habe. Pass mal auf, hier.